Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ich eben SH2-129 fertig bearbeitet habe. Ich zeige euch die Einzelframes, ich zeige euch die jeweiligen Einzelstacks und wie ich eben das Ganze dann zu einem Mosaik im AstroPixel-Prozessor zusammengeführt habe. Und am Ende von diesem Video zeige ich euch dann das finale Ergebnis, mein bisher mit Abstand aufwendigstes Deep Sky Objekt, was ich jemals gemacht habe. Los geht's nach dem Intro, viel Spaß damit! Ja Leute, das war jetzt ein richtiger Fotomarathon, muss ich echt mal sagen. Ich zeige euch jetzt hier mal ganz kurz die Ordnerstruktur, was ich eben hier fotografiert habe. Ihr seht, ich habe jetzt hier das Ganze mal in Nacht 1, 2, 3 und 4 benannt. Und in Nacht 1 seht ihr jetzt eben hier die ganzen Einzelframes mit 300 Sekunden Belichtungszeit. 300 Sekunden Belichtungszeit bedeutet quasi immer bei mir eben nur mit dem UVIR-Cut-Filter. Und jeweils in den Ordner habe ich dann eben auch schon das kalibrierte Master Flat drinnen. Also ein Flat, was bereits durch ein Dark Flat kalibriert wurde. Ja, und immer wenn ich quasi beim Teleskoping und das herumgemacht habe, vielleicht mal zwischendurch was anderes fotografiert habe, dann musste ich natürlich auch immer wieder neue Flats anfertigen. Und das habe ich dann eben jeweils wieder in einen eigenen Ordner gegeben und somit habe ich eben hier dann zum Beispiel auch die Nacht 2. Und ihr seht schon, das sind aber mehrere Nächte. Also ich habe eben hier zum Beispiel mal am 7. Mai fotografiert, am 5. Mai, am 8. Mai und so weiter. Und hier eben dann auch wieder das entsprechende Flat. Das heißt, ich habe immer jeweils das Ganze in einen Ordner gepackt, wo eben dann auch ein passendes Flat vorhanden ist. So, und in der Nacht 3 habe ich eben dann einfach Nacht 3 halt benannt, weil es eben wieder quasi eine eigene Session ist und somit eben dann Nacht 3 hier wurde in dem Fall, und das habe ich eben dann mit dem Optolong LX Trim Filter gemacht, hier eben dann mit 900 Sekunden Belichtungszeit. Und genau, noch wichtig, ihr seht, diese eine Datei heißt jetzt hier SH2-129-1, das ist quasi jetzt der erste Teil vom Mosaik. Da habe ich quasi jetzt, da habe ich jetzt quasi eben die hier, und ab hier dann ist eben der zweite Teil vom Mosaik. Hier dann der dritte Teil und hier dann der vierte Teil. Ja, und zu guter Letzt habe ich dann nochmal viele, viele Stunden auf den Squid gehalten. Also speziell jetzt auf dieses bläuliche Ding, was halt nur im O3 strahlt. Und da habe ich dann hier eben nochmal einige Nächte drauf gehalten. So, schauen wir sich das hier mal im AstroPixel-Prozessor an. Hier habe ich mal ein Einzelframe geöffnet von dem Squid speziell. Der liegt jetzt hier herinnen. Und das ist jetzt hier eine 900 Sekunden Aufnahme mit dem Optolong LX Trim Filter. So, machen wir sie noch ein bisschen größer. Und ich kann jetzt ja hier mal beim Reiter 0, kann ich hier mal auf Extract H Alpha gehen. Dann hier nochmal einen Doppelklick. Und dann seht ihr auch, wie viel Signal kommt vom Wasserstoff in 15 Minuten an. Also das Wasserstoffsignal ist ja bei SH2-129 relativ gut, aber wo es eben wirklich viele, viele Stunden Belichtungszeit braucht und vor allen Dingen einen dunklen Himmel, ist eben bei diesem Squid, der eben hier herinnen liegt. Und ich stelle jetzt hier mal auf den Sauerstoffkanal um. Und dann seht ihr schon, da sieht man so gut wie gar nichts. Also ich stretch jetzt das Bild mal ein bisschen stärker. Oder ich stretch es mal aufs Maximum. Und dunkeln wir es vielleicht hier noch ein bisschen ab. Das ist jetzt übrigens natürlich die unkalibrierte Version, deshalb jetzt hier auch die leichte Vignettierung. Ja, und dann sieht man es hier so ansatzweise. Also den Squid hier. Hier sieht man den so ansatzweise und hier vorne dann endet der und hier geht er dann eigentlich auch noch rüber bis hierhin. Ja, wenn man ganz genau darauf achtet, bis hierhin geht er.
Also ich weiß jetzt nicht, ob man es jetzt auch durch diese YouTube-Videokompression noch sehen kann, aber man sieht es jetzt hier so ganz dezent im Einzelframe. So, und wie setzt man jetzt das Ganze hier als Mosaik zusammen? Dafür ist es wichtig, dass man die ganzen Einzelteile, die fertig gesteckten, als Lights lädt. Und zwar zum Beispiel lade ich jetzt hier mal vom Wasserstoff Alpha die Teile. Und zwar sind es eigentlich 4 Mosaikteile, aber ich habe eben dann noch den 5. Teil, weil ich eben dann nochmal, ich glaube das war nochmal so 15 Stunden, speziell auf diesen Squid gehalten habe. Deshalb sind es jetzt bei mir eben eigentlich 5 Teile. Dann gehe ich jetzt hier auf Öffnen. Und wichtig ist jetzt eben hier als Lightframes laden, gehe ich jetzt hier auf Ja. Weil ansonsten würde es nämlich hier als Other Processed laden und dann kann man es merkwürdigerweise, keine Ahnung warum, aber eben nicht in AstroPixel Processor stecken. So, jetzt habe ich quasi hier die ganzen Teile. Ihr seht, das dürfte jetzt hier der links untere sein, der 2er Teil der links obere, der 3er Teil der rechts untere, der 4er Teil der rechts obere und dann eben nochmal speziell den Bereich vom Squid, das sind jetzt hier nochmal 56.700 Sekunden. So, und diese ganzen Teile vereinen wir jetzt zu einem großen Mosaik. Dafür gehe ich jetzt hier auf den Reiter Register. Da müssen wir nämlich ein bisschen was verstellen oder einstellen. Und zwar bei Scale Stop gehen wir hier mal auf 15. Dann Häkchen bei Use Dynamic Distortion Correction. Hier mein Häkchen setzen, hier das Häkchen weg bei Same Camera and Objects. Dann hier bei Registrate Mode hier auf Mosaik. So, und das war es dann eigentlich auch schon. Dann gehen wir hier auf den Reiter Normalization. Ja, und hier bei Mode, wenn man hier mit dem Mauszeiger mal drüber fährt, dann schreibt einem schon hin, for Mosaic Integration, the Advanced Mode gives far better Normalization Retools, das heißt hier auf Advanced stellen. Ja, den Rest können wir hier so lassen, dann gehen wir hier auf Punkt 6 Integrate, fahren hier ein bisschen runter, dann habe ich hier bei LNC Degrees hier auf 1 gestellt, und LNC Interaktion auf 3. Also das habe ich eben hier so lassen. Dann Enable MBB, da wird eben bei jedem Mosaik außen ein Beschnitt gemacht. Ja, da werden wahrscheinlich auch 3% reichen, weil ich ja immer mit dem Blade Solving wirklich pixelgenau das Objekt oder den jeweiligen Bereich angefahren bin und deshalb eben die Kante rundherum eigentlich nur durch dieses Dithern ein bisschen variiert. Okay, das war's. Dann gehe ich jetzt hier auf Integrate. Dann gebe ich dem Ganzen hier noch einen Namen. Ich sage jetzt hier einfach mal Test Video. Und dann fragt er mich jetzt hier noch bei der neueren Version, in welchen Ordner wir das speichern wollen. Ich gehe jetzt einfach hier mal hin, gehe hier auf Öffnen. Voilà, und hier ist dann das fertige Ergebnis und das sind jetzt hier sage und schreibe 135.900 Sekunden an Belichtungszeit. Das ist jetzt eben hier, wie gesagt, die Wasserstoff Alpha Emissionslinie und dasselbe habe ich eben dann auch noch mit der Sauerstofflinie gemacht und natürlich dann auch noch mit den RGB-Daten. Das heißt also, um es das Ganze nochmal im Klartext kurz zu wiederholen, ich habe die ganzen einzelnen Mosaikteile separat gesteckt mit dem jeweiligen Flat, Dark Flat und Darks und diese einzelnen Mosaikteile eben dann genauso zusammengesetzt wie eben jetzt gerade gezeigt. Und diese einzelnen Teile, die muss man natürlich dann auch nochmal aufeinander registrieren und das zeige ich euch jetzt. Ja, dafür geht ihr jetzt hier in den Reiter 1 Lord und öffnet jetzt eben hier mit den Button Light diese fertigen Mosaikbilder und zwar habe ich jetzt eben hier den H-Alpha, die H-Alpha-Linie, hier die O3-Linie und hier die RGB-Linie. Also diese drei Bilder, die müssen wir jetzt eben noch aufeinander registrieren. So, ich öffne jetzt hier mal den Wasserstoff Alpha, das Bild. Und das sind jetzt eben hier sage und schreibe 135.900 Sekunden.
Ja, wenn man sich das jetzt hier mal kurz durchdividieren durch 60 durch 60, das sind knapp 38 Stunden an Belichtungszeit. Aber man darf jetzt eben hier nicht vergessen, das sind jetzt nicht das gesamte Bild 38 Stunden, also eigentlich schon, aber nicht jeder Bereich ist 38 Stunden belichtet, sondern zum Beispiel der Bereich ist hier, was weiß ich, 8 Stunden belichtet, der hier 8 Stunden, der 8, der 8 und dann eben hier noch dieser Bereich speziell um den Squid herum nochmal. Ich glaube, das waren nochmal so 16 Stunden oder so. Und insgesamt hat das Bild jetzt eben hier 38 Stunden Belichtungszeit. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, durch dieses Vierer-Mosaik hat das Bild jetzt hier 70 Megapixel an Auflösung. Also schon extrem. Ja, was ich jetzt hier eben auch schon gemacht habe bei diesen Bildern, das ist eben einen Crop erstellt, also diesen ganzen unschönen, verzogenen Render quasi weggeschnitten. Und ich habe die Remove Light Pollution, dieses Tool eben hier angewendet, um eben den Hintergrundgradienten möglichst zu entfernen. Dafür stretche ich ja das Bild immer ein bisschen stärker, damit man eben auch ein bisschen besser sehen kann, wo quasi hier ein Hintergrund ist und wo dann doch schon wieder Bildinformationen sind. Ja, dann habe ich eben hier noch die Sauerstofflinie und das stretche ich jetzt hier mal aufs Maximum. Dunkle mal den Hintergrund noch ein bisschen ab. Ah, das war zu viel. Noch ein bisschen zu viel. So ungefähr. Ja, und das sieht man jetzt hier, das sind jetzt eben hier auch die 38 Stunden an Belichtungszeit mit dem Optolong L-Extreme Filter. Und wie man sieht, ja, man sieht den Squid eben gerade so, aber wirklich nur extrem lichtschwach. Und ich muss dazu sagen, ich habe hier wirklich nur bei Neumond belichtet, also bei meinem dunklen Portal 3 bis 4 Himmel. Magnitude habe ich hier 21,67 und eben wie gesagt nur zu Neumond und das kommt dann nach 38 Stunden raus. Eben mit einer Farbkamera und dem Optolong L-Extreme Filter. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel würde rauskommen mit einer Monokamera. Kann sein, dass da dann doch eine Monokamera ein bisschen besser ist, aber ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich. Kann auch sein, dass es so gut wie kaum einen Unterschied gibt. Vor allen Dingen muss man ja auch noch dazu sagen, ich habe im selben Zeitraum dann ja auch noch hier den Wasserstoff, die Wasserstofflinie hier aufgenommen. So, und dann habe ich auch noch 36.600 Sekunden, das sind ein bisschen über 10 Stunden RGB-Aufnahmen gemacht. Und da war ich dann ehrlich gesagt ein bisschen, ja, nicht ganz überzeugt, also ein bisschen negativ überrascht. Ich kann jetzt das hier auch mal ein bisschen stärker stretchen, weil hier sieht man wirklich fast gar nichts. Also da sieht man, wie dunkel dieses Objekt hier wirklich ist. So, dunkeln wir es noch ein bisschen ab, so ungefähr. Ja, vom Squid sieht man tatsächlich überhaupt nichts. Also da ist nicht einmal ansatzweise was drauf nach 10 Stunden. Also da merkt man dann auch wieder, wie dieser Dual-Schmalbandfilter wirklich von Vorteil ist, weil ihr habt ja vorhin gesehen, selbst im Einzelframe von 15 Minuten Belichtungszeit ist schon ansatzweise dieser Squid drauf. Und hier, wenn eben ohne dem Schmalbandfilter, eben nur mit dem UV-ERCAT-Filter, ist tatsächlich überhaupt hier nichts zu sehen. Ja, man sieht nur hier ein paar Wasserstoffbereiche, aber auch eben nur hier an der Seite herüben eigentlich auch fast gar nichts. Da ist auch nicht wirklich viel drauf. Aber mir ist es im Endeffekt hier auch in erster Linie darum gegangen, dass ich eben dann später neben diesen Schmalbanddaten auch noch die richtigen Sternfarben im Bild habe. Also man sieht es ja auch hier schon, der Stern ist ja eher wärmer, also eher gelblicher, der hier eher bläulicher. Und ich stehe es mir einfach ziemlich stark auf schöne, bunte Sternfarben, so wie sie eben auch wirklich sind. Und wenn man jetzt keine RGB-Daten hat, dann sind ja irgendwie alle Sterne einfach nur weiß und das entspricht ja eigentlich auch nicht wirklich der Wirklichkeit. So, wie registrieren wir jetzt das Ganze hier? Dafür gehen wir jetzt hier in den Reiter 4 Register und da müssen wir hier, ihr seht jetzt hier die Einstellungen, hier wieder auf 15 stellen,
bei Use Dynamic Distortion Correction hier ein Häkchen, hier das Häkchen weg bei The Same Camera and Optics. Und ansonsten kann man aber hier bei Registration Mode auf Normal stellen. Es ist jetzt hier kein Mosaik mehr. Und dann gehen wir hier einfach mal auf Start Registration. Dann führt er jetzt hier zuerst eine Sternenanalyse durch und anhand dieser Sternenanalyse versucht er eben dann diese drei Bilder deckungsgleich übereinander zu legen. Und das nennt man eben Registrieren. So, das hat jetzt hier auch nicht funktioniert. Das war eben damals auch genauso, habe ich jetzt hier auch absichtlich so gemacht. Da schreibt er jetzt hierher, dass er eben das Ganze nicht registrieren konnte. Man sollte jetzt versuchen, die Sternenanalyse, die Settings zu ändern. Das wäre ja quasi jetzt hier. Ja, ich kann jetzt hier zum Beispiel mal raufgehen, er soll 1000 Sterne suchen. Aber damit hat es damals auch noch nicht funktioniert. Der Schlüssel zum Erfolg letztendlich war dann, ich habe hier auf, ich glaube, das war Pentagons umgestellt. Ich glaube, es war Pentagons. Probieren wir es mal mit Pentagons. Hier wieder auf Start Registration. Ah, ist nochmal dasselbe. Dann hatte ich hier das Triangles. Dann war es, glaube ich, so. So, jetzt hat das aber geschafft. So, jetzt sind diese drei Bilder hier eben aufeinander registriert. Und jetzt ist noch wichtig, dass ihr diese registrierten Bilder auch speichert. Und zwar mit diesem Button Save Registrated Frames. Hier fragt uns jetzt hier wieder nach dem Verzeichnis. Ich stelle jetzt hier das hier einfach mal ein. Gehe hier auf Öffnen. Und jetzt werden eben diese drei Dateien gespeichert. Ja, jetzt mit der neuen Beta-Version fragt er hier, als was soll er speichern? Nehmen wir FIT. Und ich würde hier immer auf 32-Bit umstellen, damit man eben keine Tonwerte irgendwo verliert, weil es ja noch linear ist und noch nicht gestretched. Deshalb hier auf 32-Bit. Okay. So, und jetzt speichert er uns eben diese drei Frames ab. Und der Dateinamen wird eben dann hinten mit minus reg vergeben. Jetzt fragt uns jetzt hier nochmal wieder auf OK. So, und jetzt haben wir hier diese drei Dateien registriert. Also ihr seht, das ist jetzt hier so leicht schräg. Perfekt. Ja, und mit diesen drei Dateien, die habe ich eben dann hier noch als 16-Bit-TIFF in der gestretchten Version gespeichert, hier aus dem AstroPixel-Prozessor, und dann bin ich in Photoshop reingegangen. Und das zeige ich euch jetzt noch. Ja, damit befindet man sich jetzt hier in Photoshop und ich habe jetzt hier mal die RGB-Aufnahme eben hier geöffnet und die habe ich jetzt auch nochmal separat vorhin bearbeitet. Wichtig ist aber dabei, dass man natürlich keinen Bildausschnitt oder grob macht, weil sonst würde man natürlich diese Registrierung zerstören vom Wasserstoff Alpha und zum O3, zur O3-Linie. Deshalb erst wenn man die drei Bilder quasi übereinander gelegt hat, erst dann kann man eben so einen Ausschnitt erstellen. Aber mir ist es eben dann noch wichtig gewesen, dass ich eben auch die Sterne hier so ein bisschen verkleinert habe. Ich habe auch mit dem Topaz die neues AI ein bisschen entrauscht, das mache ich eigentlich immer, aber eben nur ganz dezent. Und eben so meine Standardbildbearbeitung für diese RGB-Aufnahmen habe ich eben hier durchgeführt. Ja, dann habe ich jetzt hier die H-Alpha-Linie und zwar mit StarNet++ entsternt. Und eben dann auch ein bisschen aufgepeppt, also ein bisschen die Konturen, den Kontrast hervorgehoben. Ja, also so eine Standardbearbeitung. Und eben dann eine Tonwerkkorrektur, also dass eben der Hintergrund ein bisschen dunkler wird. Und dann eben hier in dem Fall rot eingefärbt. Ja, dasselbe habe ich dann auch noch mit dem Sauerstoff gemacht. Ja, und da habe ich eben hier richtig Gas gegeben, nochmal in Photoshop mit dem Stretchen, so dass man eben hier diesen Squid wirklich gut sehen kann und eben auch wieder entsternt mit dem StarNet++, was zwar nicht so perfekt ist, aber davon sieht man dann später nichts mehr. Wenn man hier natürlich stark reinzoomt, ihr seht, da rauscht schon massiv.
Also da rauscht es wirklich extrem, aber davon sieht man dann am Ende nicht mehr ganz so viel. Und das habe ich jetzt eben hier blau eingefärbt. Das funktioniert mit dem da, mit dem Farbton Sättigung hier auf 240. Diese Standardprozedur. So, und wenn ich jetzt hier diese beiden mal hier aktiviere, dann haben wir jetzt eben hier mal die Schmalbanddaten. Jetzt blende ich auch noch meine RGB-Daten ein. Und dann sieht das Ganze zunächst mal so aus. Ja, dann habe ich hier diese RGB-Ebene hier nochmal rauf kopiert und dann in Modus Farbe gestellt. Und dann sieht das Ganze so aus und dann dachte ich mir zunächst, okay, den Squid sieht man hier eigentlich jetzt nicht mehr. Und ist auch logisch, weil bei der RGB-Aufnahme ist eben kein Squid vorhanden. Und wenn nichts vorhanden ist und auch hier vom Wasserstofflehne nichts vorhanden ist, dann kann es hier eigentlich auch keine Farben geben. Deshalb wird hier eigentlich dann das Bild ja wieder eher farblos durch diese Ebene. Aber ich habe es dann trotzdem noch so gelassen. Also überleg dich, was kann ich tun? Jetzt habe ich einfach hier mal O3 und H-Alpha nochmal heraufkopiert und ich aktiviere jetzt hier diese beiden mal. Und dann seht ihr, was passiert. Jetzt sieht man plötzlich eben auch diesen Squid wieder. Man hat hier auch wieder die Farben vom Wasserstoffschein drinnen. Und ja, der Unterschied jetzt eigentlich zu denen ist jetzt hier, erstens mal, ich habe jetzt hier die Deckkraft ein bisschen angepasst und ich bin mir jetzt immer ganz sicher, aber ich glaube, ich habe jetzt auch hier genau die Tonwerte hier nochmal ein bisschen angepasst, dass eben der Hintergrund quasi nicht mitgefärbt wird, irgendwie rötlich. Und hier beim Sauerstoff, ja, habe ich es auch ähnlich gemacht. Also da habe ich halt hier so ein bisschen an den Reglern gezogen. Wichtig ist ja hier immer dabei, dass man eben non-destruktiv arbeitet. Das heißt, selbst wenn ich hier unten nochmal was ein- und ausblende, ändert sich wieder alles. Das heißt, hier kann ich immer noch Änderungen vornehmen, obwohl hier schon einige Ebenen übereinander liegen. Und dadurch kann ich halt immer noch hier zum Beispiel auch sagen, okay, ich will jetzt hier doch einen anderen Farbton, ich ändere jetzt hier doch nochmal die Tonwertkorrektur. Und so kann ich eben jetzt diese ganzen Ebenen wirklich perfekt aufeinander abstimmen. Ja, dann habe ich hier gesehen, da oben, da dürfte noch so ein leichter Helligkeitsgradient drinnen sein, auch da unten. Und da habe ich eben dann hier mit der Technik Dodge and Burn das Ganze hier versucht, dass das ein bisschen besser aussieht. Das ist jetzt nochmal vorher, nachher. Ja, dann bin ich hier mit dem Toppert die Noise AI nochmal drüber gegangen. Ich zoome jetzt hier mal stark rein. Ich gehe hier mal in die 400% Ansicht, das war jetzt quasi vorher und dann nachher nochmal ohne Toppert die Noise, mit Toppert die Noise. Also wenn man es richtig und dezent anwendet, finde ich das Programm dennoch wirklich sehr hilfreich und empfehlenswert. Ja, dann habe ich von dem RGB-Modus in den LRB-Farbe gewechselt. Da gibt es ja auch hier schon ein eigenes Video auf meinem YouTube-Kanal, kann ich hier nochmal auch verlinken. Hier nochmal vorher, nachher. Ihr seht, das Rötliche vom Wasserstoff sieht ein bisschen besser aus und auch das Blau hier ein bisschen. Ja, dann habe ich hier den Luminanz-Kanal nochmal drüber gelegt, eben in Luminanz, also wenn man eben im LRB-Modus ist, dann kann man ja auch den Luminanzkanal extrahieren. Das habe ich eben gemacht, bin dann wieder in den RGB-Modus zurückgewechselt, habe dann die Ebene hier reinkopiert vom LRB-Modus und dann im Modus Luminanz verrechnet. Dazu gibt es auch ein eigenes Video hier auf meinem Kanal. Ja, und zum Schluss dann wollte ich hier nicht noch die ganzen Ebenen aufschlüsseln, weil die Datei hat so schon um die 3000 MB gehabt. Habe ich eben hier noch so eine finale Ebene und die habe ich dann immer wieder quasi auf eine Ebene reduziert. Da habe ich halt dann nochmal ein bisschen die Farben angepasst, nochmal ein bisschen geschärft, entrauscht. Ich glaube, ich habe auch mal mit dem Hochpassfilter geschärft. Ja, und zum Schluss dann hier noch eine selektive Farbkorrektur. Also ihr seht, da habe ich jetzt eben hier zum Beispiel die Rottöne ein bisschen angepasst. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich auch noch irgendwo anders drin war. Ja, hier beim Magenta auch noch ein bisschen herumgezogen. Aber hauptsächlich bei den Rottönen. Also hier nochmal
Vorher, nachher. Vorher, nachher. So, und wenn ich jetzt hier mal in die 100% Ansicht gehe und wenn wir jetzt hier mal so ein bisschen durchscrollen, dann sieht das schon ziemlich beeindruckend aus, muss ich sagen. Ja, also mir ist es auch immer wichtig bei meinen Bildern, dass das Ganze auch einen möglichst natürlichen Eindruck hat und nicht zu gekünstelt aussieht. Also deshalb achte ich eben auch immer auf die Sternfarben. Ihr seht jetzt hier auch, der eine Stern hier ist nach wie vor, hat eben wärmere Farben, der hier kältere Farben. Und das ist mir eben auch wichtig. Und wenn man es hier nochmal vergleicht, nur RGB und dann eben das finale Ergebnis, also da ist doch ein extremer Unterschied. Also insgesamt sind das jetzt hier ungefähr 48 Stunden Belichtungszeit, also knapp 50 Stunden kann man sagen, unter einem wirklich dunklen Himmel mit einer RGB-Farbkamera. Ja, das war jetzt wirklich ein ziemliches Monsterprojekt. Habe ich ungefähr, glaube so 2 Monate insgesamt gebraucht, weil natürlich auch nicht jede Nacht klar ist. Also dadurch natürlich dauert sowas dann ein bisschen länger. Und die Nächte sind jetzt auch nicht mehr allzu lange. Ja, damit bedanke ich mich recht herzlich fürs freundliche Zusehen. Jetzt im Anschluss seht ihr das Bild in gewohnter Weise nochmal in voller Pracht. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif, sternenklare Nächte. Ciao, ciao.